Gesundheitsminister Lauterbach hat endlich die offiziellen Gründe für die hohe Übersterblichkeit in Deutschland genannt. Man muss zwar etwas zwischen den Zeilen lesen, aber die Antwort ist wirklich erschreckend. Schauen wir uns mal den Live-Ausschnitt aus dem Bundestag dazu an, wo er Rede und Antwort für den Bundestag dazu stehen musste. Was unternimmt die Bundesregierung denn konkret, um abseits der üblichen Prozesse dieser Übersterblichkeit auf den Grund zu gehen? Also der Abgeordnete spricht hier die hohe Übersterblichkeit in Deutschland an. Und wenn man sich mal die einzelnen Monate für 22 anschaut, dann ist das wirklich erschreckend. Januar 4%, März 6%, Juli schon 12%, Oktober 19% und so weiter. Und im Mittel waren es 9% für das ganze Jahr und 2021 war es ähnlich. Tja, und das Jahr 2023 geht genauso weiter. Laut Statistischem Bundesamt hatten wir allein im Januar schon 14%. Es sterben also viel mehr Menschen als üblich und das Statistische Bundesamt erklärte offiziell, dass es nicht mit Corona zusammenhängt. Also ist die Frage, woher kommt es denn? Und jetzt folgt die Antwort von Lauterbach. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Übersterblichkeit wird wissenschaftlich natürlich untersucht von den Fakultäten, den deutschen Fakultäten. Sie wird untersucht durch die Wissenschaftler, die sich also mit dieser Debatte seit langer Zeit international beschäftigen. Die deutsche Übersterblichkeit wird ja auch untersucht von internationalen Arbeitsgruppen. Falls Sie hier darauf hinweisen wollen, dass es möglicherweise so wäre, dass die Übersterblichkeit durch die verabreichten Impfungen entstanden, dafür haben wir keinerlei Hinweise. Das ist medizinisch nicht plausibel. Das ist eine gefährliche Räuberpistole. Ich würde Sie daher bitten, nicht in diese Richtung auch nur zu gestikulieren. Ich sage das deshalb, weil man das von Ihnen schon gehört hat. Und man muss offen sagen, eine gewisse Übersterblichkeit ist in einer solchen Pandemie zu erwarten, weil nicht alle Krankheiten gleichzeitig behandelt werden können. Es haben mehr Menschen ihre Krebsvorsorge nicht wahrgenommen. Es haben mehr Menschen ihre Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht so intensiv behandeln lassen können, wie das sonst möglich gewesen wäre. Das sind Nebenwirkungen einer solchen Pandemie. Das wird genau untersucht. Und diese Untersuchungsergebnisse werden von uns ausgewertet und zu gegebener Zeit Ihnen auch vorgestellt. Das war jetzt der erste Teil von Lauterbachs Antwort und es ist schon sehr interessant, dass Lauterbach selber das Thema Corona-Impfung anspricht, da es ja offenbar in dem Raum steht und sehr viele Menschen denken, dass die Impfung schuld an der hohen Übersterblichkeit in Deutschland ist. Er sagt aber, dass es keinerlei Beweise dafür gibt, ob man deswegen nicht in diese Richtung denken darf. Okay, Denkverbote, schöne Sache. Naja, außerdem sagt er, dass eine gewisse Übersterblichkeit in einer Pandemie zu erwarten ist. Und auch das ist interessant, weil Lauterbach ja damals selber sagte, dass alle Ungeimpften in wenigen Monaten entweder geimpft, genesen oder verstorben sind. Tja, die Ungeimpften leben aber weiter. Also muss man fragen, wie hat Lauterbach das dann genau gemeint? Er hat also eine Übersterblichkeit erwartet, aber es waren nicht die Ungeimpften. Tja, also was ist denn nun der genaue Grund? Und das schien auch dem Fragesteller der AfD nicht ganz eindeutig zu sein, also hat er nochmal nachgehakt. Schauen wir mal weiter uns die Bundestagsrede an. Herr Sichert, Sie können eine Nachfrage stellen. Möchte ich auch gerne. Das heißt, wenn ich Sie jetzt gerade richtig verstanden habe, macht die Bundesregierung keine eigenen besonderen Untersuchungen, obwohl wir tatsächlich Zehntausende Tote mehr seit einem Jahr haben, eine konstante Übersterblichkeit über die ganzen Monate hinweg. Gibt es keine konkreten Untersuchungen der Bundesregierung, um dieser Übersterblichkeit wirklich jetzt auf den Grund zu gehen und das rauszufinden, woran liegt es, warum sterben jetzt deutlich mehr Menschen? Ich meine, es waren allein im letzten Jahr ca. 58.000 Menschen mehr, die in Deutschland gestorben sind, als zu erwarten gewesen wären. Es ist keine Lappalie, das sind viele 10.000 Tote. Und ich höre von Ihnen nur, ja, wir warten auf Statistiken und Auswertungen. Was unternimmt die Bundesregierung konkret, um diesen Zahlen auf den Grund zu gehen? Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, wie ich bereits ausgeführt habe, die deutschen Wissenschaftler, die Universitäten arbeiten an diesen Fragen. Wir sind im engen Austausch auch mit dem Expertenrat für Corona-Fragen der Bundesregierung. Und ich muss darauf hinweisen, es darf nicht der Eindruck entstehen, als wenn es hier nur eine Übersterblichkeit gegeben hätte, sondern wir wissen natürlich auch, dass im Rahmen der Corona-Bekämpfung hunderttausende Menschenleben gerettet werden konnten, die sonst gestorben wären, wenn wir nicht diese Maßnahmen ergriffen hätten. Und Sie dürfen es jetzt hier nicht so darstellen,
Sie dürfen es hier nicht so darstellen, als wenn die Nebenwirkungen der Impfungen hier im Vordergrund stehen. Das ist ja das, worauf Sie hinaus wollen. Wir dürfen uns ja hier nicht dümmer stellen, als wir sind. Nennen wir die Dinge doch beim Namen. Sie wollen doch durch eine solche Frage unterstellen, dass es in Wirklichkeit also so gewesen wäre, dass mehr Menschen überlebt hätten, wenn wir die Corona-Pandemie nicht so konsequent bekämpft hätten. Das ist eine Unwahrheit. Das ist nicht richtig. Das ist durch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gedeckt. Und sobald wir nähere Erkenntnisse haben zu den detaillierten Gründen der Überständlichkeit, kann ich das sagen. Das, was man weiß, habe ich schon vorgetragen. Es sind Krebsuntersuchungen nicht gemacht worden. Die Vorsorgeuntersuchungen sind aufgeschoben worden. Die ein oder andere Herz-Kreislauf-Operation konnte nicht stattfinden, weil die Intensivstationen voll waren. Das wissen wir ja alles. Und das dürfte Ihnen auch bekannt sein, wenn Sie sich tatsächlich für dieses Thema interessieren. Tja, meine lieben Zuschauer, genau hier hat sich Lauterbach jetzt selber entlarvt. Man muss nur ganz genau hinhören und zwischen den Zeilen lesen. Er sagte, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass es nur eine Übersterblichkeit gibt, sondern dass es im Rahmen der Corona-Bekämpfung auch hunderttausende Menschen gerettet wurden. Tja, also als allererstes zweifle ich mal diese 100.000 geretteten Menschen stark an, weil es dafür einfach keine Beweise gibt. Diese angeblich Geretteten hätten ja auch ohne die Impfung überleben können. Ja? Ich meine, eine Corona-Infektion und eine Genesung hätten danach ja genauso gut wirken können. Aber das ist reine Spekulation, das kann man nicht mehr überprüfen, weil entweder ist man geimpft oder halt nicht. Also Lauterbach kann nicht einfach behaupten, dass seine Maßnahmen Leben gerettet haben, weil es dafür keine Beweise gibt. Aber darauf will ich ja gar nicht hinaus. Ich will nicht etwas anderes raus. Man muss nämlich auf den Worten, die er gesagt hat, muss man auf die beiden kleinen Wörtchen nur und auch hören. Pass auf, ich spiele dir den Satz noch mal genau ab. Und ich muss darauf hinweisen, es darf nicht der Eindruck entstehen, als wenn es hier nur eine Übersterblichkeit gegeben hätte, sondern wir wissen natürlich auch, dass im Rahmen der Corona-Bekämpfung hunderttausende Menschenleben gerettet werden konnten, die sonst gestorben wären, wenn wir nicht diese Maßnahmen ergriffen hätten. Er sagt also, es gab nicht nur eine Übersterblichkeit, sondern man wisse auch, dass im Rahmen der Corona-Bekämpfung hunderttausende Leben gerettet wurden. Und damit sagt er indirekt, dass wegen der Corona-Maßnahmen sowohl hunderttausende Leben gerettet wurden, aber auch wegen den Corona-Maßnahmen es eine große Übersterblichkeit gab. Tja, und als Beispiel führt er die verschobenen Krebsbehandlungen und die verschobenen Vorsorgeuntersuchungen an. Also, meine lieben Zuschauer, Lauterbach sagt hier für mich ganz klar, dass die Corona-Maßnahmen für die hohe Übersterblichkeit gesorgt haben. Welche der Maßnahmen er genau meint, das lässt er aber offen. Tja, und wir hatten ja verschiedene Maßnahmen. Wir hatten den Maskenzwang, wir hatten die Abstandsregelung, wir hatten Lockdowns, wir hatten 2G-Regeln ohne weiteres Testen, wir hatten die Impfung und wir hatten noch andere Maßnahmen. Also eine von diesen Maßnahmen oder vielleicht sogar mehrere sind schuld an der Übersterblichkeit. Und jetzt muss man sich natürlich die wichtige Frage stellen. Wenn durch die Maßnahmen gemäß Lauterbach viele tausende Menschen gerettet wurden, aber gleichzeitig durch die Maßnahmen eine hohe Übersterblichkeit entstanden ist und viele Menschen gestorben sind, wie willst du das Ganze dann rechtfertigen? Ja? Sagst du, die einen Menschenleben sind mehr wert als die anderen? Sind das etwa Kollateralschäden? Also für mich ist das wirklich absoluter Wahnsinn. Und jetzt, meine lieben Zuschauer, lass uns doch mal konkret auf die Fakten schauen. Am 7. April dieses Jahres sind ja offiziell alle Corona-Maßnahmen ausgelaufen, bis auf eine einzige. Also keine Masken mehr, keine Besuchsverbote, keine Lockdowns, nix. Selbst das offizielle Impfdashboard
hört am 8. April auf zu zählen und stoppte bei 76,4% geimpfte Personen in Deutschland. Aber Impfung war ja auch eine Maßnahme, die kann man jetzt nicht stoppen, weil die Menschen sind geimpft oder halt nicht. Das heißt, der 7. April lag ja in der Mitte von KW14 diesen Jahres. Also schauen wir uns mal an, was denn ab der nächsten Woche ab KW15 in Deutschland passiert ist, wo es ja offiziell keine Maßnahmen mehr gab. Hier sehen wir jetzt auf der Seite von Euromomo die Zahlen der Übersterblichkeit für Deutschland von der KW15 bis zur KW20, also vorletzte Woche. Die graue gestrichelte Linie unten ist die 0%-Linie, also keine Übersterblichkeit. Der graue Bereich darüber bis 2% ist die normale Range. Die rote gestrichelte Linie ist ein substanzieller Anstieg der Übersterblichkeit und die blaue Linie sind die aktuellen Zahlen. Und wenn man sich die blaue Linie anschaut der letzten 5 Wochen, dann bewegen wir uns weiterhin komplett in der oberen Range und schießen in der KW20 mit 6,1% sogar deutlich über einen substanziellen Anstieg der Übersterblichkeit hinaus. Das heißt, wir haben trotz der Beendigung von fast allen Maßnahmen weiterhin eine Übersterblichkeit. Tja, und jeder mit ein bisschen gesunden Menschenverstand kann jetzt eins und eins zusammenzählen und sich überlegen, wo das Ganze herkommt. Ich werde dazu selber nichts sagen, da ich ansonsten Gefahr laufe, dass mein Video wieder zensiert wird.